Hi George, wir haben gehört, du hast dir neue Sticks gekauft. Ja. Erzähl doch mal was davon. Ja, ich habe mich nach was. Ich bin so ein bisschen so ein Naturbursche, wisst ihr? Und da habe ich gedacht, ich brauche jetzt mal was Natürlicheres. So was irgendwie. Ne, so was Natürliches, aber was halt nicht so vegan oder so ist. Da bin ich nicht so der Fan von. Deswegen habe ich mir hier diese neuen Fleischsticks gekauft. Die sind recht warm vom Klang her. Und ich habe aber die Chili-Version gekauft, weil ich habe es gern, wenn die Attack ein bisschen schärfer ist. Weißt du, deswegen ich jetzt die Chili gleich peitschen. Sind die vom Sound dann eher trocken oder mattig? Eher trocken. Das kommt dann mit der Zeit, je mehr man spielt, je nachdem wie aggressiv man spielt, werden sie dann schon eher matschig. Je nachdem halt. So. Okay, danke. Wie ist das dann so mit der Haltbarkeit? Gehen da mit den Fleischpeitschen öfter auch mal Becken zum Bruch, oder? Ja, Becken ist schon eher gefährlich, weil du durch den Schwung mehr Kraft auf die Becken auswirkst und dadurch, also Fleischpeitschen mit Becken. Je nach Größe und Länge. Ja, klein, aber dafür dünn. Genau. Danke, George. Genau.